Ah, ist das angenehm. So, wo ist er? Da ist er, ja, Jeff. Komm, da hoch, da. Komm. Da, guck mal, da kannst du da drauf. Guck. So, der Jeff hat es auch geschafft, aber er hat seinen Ball vergessen. Wenn das dann merkt, dann geht es wieder abwärts. Also, folgendes Problem, bevor du mir hier abhebst. Wir müssen noch ein bisschen Ball spielen, beziehungsweise wir müssen noch ein bisschen die überschüssige Energie abtrainieren, die er jetzt so 2 bis 3 Wochen lang aufgebaut hat. So, ich hoffe, man versteht mich. Gib mir den Ball. Er hat jetzt noch zu viel Energie, um ihn gleich loszuschicken. Und ab. So, auf jeden Fall das, was ich jetzt mit ihm mache. Ich versuche es euch mal ein bisschen zu erklären, wie ich ihm die Energie nehme. Weil mich ja immer wieder so viele Fragen, wie ich ihn dann so ruhig bekomme. Jeff, mach Sitz. Also, wir haben jetzt ein paar Mal geworfen. Er ist jetzt natürlich hier in dem Sportmodus. Jeff, bleib. Was wichtig ist, dass er jetzt noch nicht direkt dem Ball hinterher rennt. Weil, Jeff, komm hier hin. Weil ich habe ihm das Bleiben antrainiert. Nicht wegen der Unterordnung, sondern, Jeff, ab. Wegen den Gelenken. Und wenn ihr da, wenn der Hund so viel Energie hat und ihr schmeißt einfach den Ball, dann haut er sich die Gelenke kaputt. Ich schmeiß jetzt ein paar Mal, sodass er erstmal diese überschüssige Energie wegbekommt. Jeff, komm hier hin. So ist fein. Jeff, bleib. Was man dann machen kann, ist, weil jetzt prägt er sich natürlich, langsam kommt er wieder rein und prägt sich so den Ball wieder ein. Gestern hat er es ziemlich oft verkackt, er musste sehr oft suchen. Das ist natürlich ein großer Vorteil für mich, aber der Hund ist ja nicht doof. Jeff macht Platz. Da kann man gewisse Übungen machen. Irgendwelche Sitz-Platz-Übungen, ein bisschen mit ihm rumgurken und so weiter. Das mache ich auch sehr gerne. Dann vergisst der Hund nämlich, wo der... Also er vergisst nicht, aber er weiß nicht mehr ganz genau, wo er ist. Das ist immer schön zu sehen, wenn er so lange die Konzentration halten kann. Sehr schön. So habe ich das gerne, Jeff. Und Sitz. So ist fein. Und ab. So. Bei solchen Sachen hat er echt große Freude. Das machen wir jetzt. Wir lassen ihn schön gegen die Schwerkraft arbeiten. Und ab. Und wenn er dann wirklich so langsam erschöpft wird, dann fängt er an zu zittern. Und da machen wir gleich weiter. Da machen wir doch nicht weiter. Er hat es wieder verplant. Ja, Jeff, hast es dir wieder selbst verkackt. Das ist wunderschön für mich, weil dann muss ich nichts machen und der Hund ist beschäftigt. Vor allem hier auf diesem Gelände, jetzt muss er wirklich hier viel ablaufen und hier gegen die Steigung kämpfen. So, einmal hier ranzoomen. Ja, das Licht wird immer schlechter, ne? So, aber da hat er jetzt zu tun, wenn er den Ball jetzt erstmal wieder hat, weil der Ball, der liegt dort drüben, dann wird er schon geschafft sein. Ich lasse ihn jetzt einfach noch ein bisschen machen, ne? Wenn die Gelegenheit schon da ist. Zwischendrin motiviere ich ihn immer wieder, dass wenn der Hund in diesem Stadium hier ist, dann immer noch ein bisschen pushen. Das zieht viel Kraft, viel Energie. Aber der Kerl, der macht es bis zum Umfallen. Die Pause ist aber nicht allzu lange. Wer weiß schon, was los ist. Jeff, bring den Ball. Weil hier müssen wir weitermachen. Er muss jetzt sehr, sehr viel suchen. Jeff, mach Sitz. Männchen. Ja, aber da sieht man schon. Ah, das war der falsche Knopf. Jetzt ist er glücklich. Jetzt hat er Bock. Ja, komm, Jeff, komm, komm, komm. Komm her. Jawohl, 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 jawohl. Jawohl, so ist fein. Oh, so ist fein, Jeff. So ist fein. Jawohl, komm hier, hier hin. So, so ist fein. Jeff, bleib. Ah, jetzt geht's darum,
den Hund ein bisschen hier aus der Reserve zu locken. Jeff macht Platz. Momente aufzubauen, das ist Spannungsmomente. Das ist das, was dem Hund extrem viel Spaß macht. Und das fordert ihn auch. Ja. Ich stelle mir manchmal vor, wenn sich Leute die Videos anschauen, die damit überhaupt nichts am Hut haben, was die sich dabei denken. Jeff. Oh. Oh. So ist fein. Und ab, Jeff. Jawohl, hopp, hopp, hopp. Ah, Spaß dran. So, ihr seht, der Jeff, der hat immer noch Bock, Jeff. Aber folgendermaßen, jetzt ist so der Zeitpunkt, an dem ich aufhöre. Hier sieht man es noch vielleicht ganz leicht. Nee, sieht man nicht mehr. Der junge Mann kam gerade an, zitternd. Das ist dann für mich immer so ein Zeichen, okay, jetzt ist genug Beanspruchung da, weil er fängt dann an, schludrig zu werden und umzuknicken und all so ein Zeug. Das muss nicht sein. Da, Jeff macht Platz. Er hat immer Bock. Das ist ein Vorteil, aber auch ein Nachteil. Da müsst ihr ein bisschen gucken auf den Hund. Eigentlich müsst ihr das immer beenden. Also wenn der Hund das beendet, dann ist es eigentlich zu spät. Ihr seht, da hat er immer noch Bock auf den Ball. Was ich jetzt gerne mache, sind irgendwelche Konzentrationsspiele oder wie soll ich das sagen, Kommunikationsspiele. Also ich versuche ihn mit meinen Tonlagen, mit meinen Worten zu beeinflussen. Und so lerne ich den Hund zu bestärken und auch wieder runterzufahren. Also so Kleinigkeiten, so Feinheiten. So, das war's jetzt erstmal. Das ist das, was wir jetzt die nächsten Tage machen. Er muss viel mit dem Ball arbeiten, er muss sich viel bewegen, damit wir wieder auf ein Level kommen, das er vor der ganzen Geschichte hatte, damit er wieder richtig schön ausgeglichen ist. Und, ne, Jeff? Ja. Ihr seht, der ist die ganze Zeit konzentriert auf diesen Ball. So, noch einmal kann man werfen. Er hatte jetzt 3 Minuten oder lassen wir es 5 sein, hatte er Pause. Dann können wir jetzt mal sehen, was er noch hat. Dann werfen wir noch einmal, ne? So.